Der König Balduin lebt zusammen mit seiner einzigen Tochter, der Prinzessin Melanie, und mit seinem Hofgesind auf der Schlossinsel mitten im Tümpelsee. Der König ist unermesslich reich. Oh! Und Prinzessin unglaublich schön. Ui! Das wär's, Mops. Reich und schön. Schon noch gut, wirklich. Aber der König und seine Tochter sollen schrecklich faul und grusig nachlässig sein. Die Leute erzählen, die Insel, wo einmal 1000 Blumen blüht haben, sei nur noch ein grosser Dreckhaufen. Und der früher einmal tiefblaue Tümpelsee nur noch ein Stinkbrühe. Pfui Teufel! Das ist ja grässli, gräuli, ganz abscheulich. Hört nur weiter. Eine böse Hex soll den König und die Prinzessin verzaubert haben. Darum sind sie so liederlich geworden. Und alle Hofleute sind auch gerade mit verzaubert worden. Heute muss die Schlossinsel schon so verdreckt sein, dass man dort kaum mehr leben kann. Bewohner verstecken schon bald im eigenen Güssel. Die haben von lauter Güssel den Pfnüssel. Das ist nicht zum Gespassen, Kasper. Nein, dort will ich auch nicht jassen. So, Ruhe. Der König Balduin hat sogar einen Preis ausgesetzt. Dem, wo es gelingt, die Schlossinsel wieder sauber zu machen und den riesigen Dreckberg abzutragen, dem hat er eine königliche Belohnung versprochen. Das wäre etwas für uns. Was meinst du, Mops? Eine königliche Belohnung wäre schon der Hammer. Macht euch noch keine Illusionen, Buben. Da haben sich schon viele tapfere Frauen und Männer auf den Weg gemacht. Der Dreck auf dieser Insel muss aber so höllisch und der Gestank so teuflisch sein, dass alle wieder umgekehrt sind. Ich wage Spatzhalzöpfel und Zipfelkappe. Kommst du mit, Karli Mops? Hast du gemeint nicht? Die Belohnung holen wir uns. Ihr zwei sind mir gerade die Richtigen. Zuerst beweisen wir jetzt mal, dass ihr den Schulplatz sauber könnt wischen. So, und jetzt gehe ich ins Lehrerzimmer und mache mir mit dem Tauchsüder eine Beutelsuppe. Eine heisse. Und ihr zwei kommt nicht spät, gell? Nein, nein, sicher nicht. Kommt nicht spät, kommt nicht zu früh. Kommt brav heim, kommt gut an. Was man doch alles kommen sollte. Und erst, was man nicht sollte. Weisst du, Mops, was man als Bub und Mädchen alles nicht sollte? Patz, Hölpfäpfel und Zipfelkappe. Ich kann das gerade mal aufzählen.